Da bist du ja. Warum dauert das so lange? Ich habe dich angerufen. Vor 6 Minuten, Professor. Und wir waren am anderen Ende der Stadt. Was übrigens unser neuer Rekord ist. Was gibt's? Warum mussten wir so schnell hierher eilen? Das ist ein bisschen peinlich. Ach, kommen Sie, raus mit der Sprache. Ich habe ein neues Gerät, das jeden kleinen Gegenstand kopieren und riesig machen kann. Und womöglich auch umgekehrt. Ich habe es an ein paar speziellen Streckenteilen getestet. 5 davon, bevor mir klar wurde, dass es nicht kaputt war, sondern nur etwas mehr Zeit brauchte. 10 Sekunden, um genau zu sein. Sagen Sie bloß nicht... Moment, was? Ich fürchte, ich habe 5 Kreaturen freigesetzt. Sie haben furchtbare Geräusche gemacht und sind ausgebrochen. Oh, da seid ihr ja endlich, Leute. Warum hat das so lange gedauert? Da bist du ja. Wir sind vor 5 Minuten eingetroffen. Ich erkenne eine 74-prozentige Wahrscheinlichkeit von Sarkasmus. Kannst du das bestätigen? Das würde meine künftige Leistung verbessern. Oh, habt ihr übrigens meine Cookie-Richtlinie akzeptiert? Professor, das ist viel schlimmer als der lebendige Schleim. Sehr viel schlimmer. Nur die Ruhe. Ich habe schon eine Idee. Um das Problem zu verschlimmern? Können Sie es beheben? Nun, eigentlich bräuchte ich eure Hilfe, um einen cleveren Plan umzusetzen. Okay, wie immer haben Sie etwas. Aber wir müssen uns die Finger schmutzig machen. Kein Problem. Wir sind das Hot Wheels Racing Team. Okay, ihr könntet warten und die Kreaturen als Riesen bekämpfen, oder? Das ist keine gute Idee. Los, Professor. Falls Sie es nicht bemerkt haben, die Uhr tickt. Womöglich richten Sie gerade ernsthaften Schaden an. Oder Sie in Spielzeuggröße bekämpfen, mit dem Schrumpfotron wieder klein beamen und euch selbst auch beamen. Was? Warum kämpfen, wenn man sie schrumpfen kann? Während die Vergrößerung ein stabiler Prozess ist, ist es das Schrumpfen leider nicht. Weshalb das nur sehr kurze Zeit anhält. Was zunächst als Nachteil erscheint, ist eine Garantie dafür, dass ihr letztendlich wieder auf normale Größe zurückkehrt. Vorausgesetzt, ihr werdet im geschrumpften Zustand nicht zerquetscht. Nein? Es ist, absolut sicher. Das Gerät ist tragbar, benutzerfreundlich und... Ich sagte doch schon nein. Robert, das könnte der einzige Weg sein. Ich habe in nächster Zeit nicht vor, verkleinert zu werden. Aber... Aber? Du kannst für den Kampf jedes Hot Wheels fahren, das du willst. Wie bitte? Jedes einzelne. Alle. Ich muss euch warnen, dass eine 0,001-prozentige Chance besteht, dass der Schrumpfprozess... Ich will's gar nicht wissen. Dala, ich bin dabei. Gut, Professor. Aktivieren Sie den Schrumpfatron. Schrumpfatron! Gut, dieses Ding auf uns. Jetzt! Es besteht eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit... Spaß zu haben. Los!
Diese Action ist nicht gut für mein Haar. Siehst du, wie trocken es ist? Kreaturen verwüsten die Stadt und dein Problem ist trockenes Haar? Du hast leicht reden. Denk doch einen Moment mal an mich. Ich könnte eine meiner Formeln anpassen, die... Nein, wir brauchen nicht noch einen lebendigen Schleim. Nicht jetzt. Ach, Menschen, so erfinderisch und doch so problematisch. Thank you.
We'll be right back.